So. Playlists erstellen geht relativ einfach. Hier ist die Liste der Playlists. Ich bin jetzt hier schon angemeldet. Und ich klicke hier auf Hinzufügen. Dann gebe ich hier den Namen ein. Meine Playlist. Enter drücken. Und tada, hier ist meine Playlist. So, jetzt wie man Alben runterlädt. Dazu suche ich jetzt einfach mal ein Lied. Nehmen wir jetzt hier mal wieder für Elise von Ludwig van Beethoven. So, wenn ich hier das groß mache, dann sehe ich hier das Album und hier den Sänger, den Künstler. Klicke ich hier auf das Album drauf. Dann habe ich hier das Album und hier die Lieder, die zu dem Album gehören. Hier kann ich alle abspielen, die kommen dann alle in diese Wiedergabeliste. In der Wiedergabeliste sind alle Lieder drin, die ich anklicke und mal und gehör und höre. Hier kann ich die übrigens leeren. So. Hier kann ich das in eine Playlist hinzufügen. Und hier kann ich alle runterladen. Jetzt klicke ich auf alle runterladen. Dann kann ich entweder mir eine Playlist aussuchen. Oder ich erstelle einfach eine neue Playlist. Beziehungsweise die wird dann automatisch erstellt. Mit dem Namen des Albums. Kann ich hier drauf, auf die Playlist draufklicken. Dann habe ich hier die Lieder und hier sehe ich den Status des Downloads. Und dann habe ich hier auch noch den Download Manager, wo ich mir noch genauere Sachen angucken kann, zum Beispiel die Geschwindigkeit und die Größe der Lieder. Und hier sehe ich die bereits heruntergeladenen Lieder. So, Playlist löschen kann ich mit der rechten Maustaste. Dann habe ich hier löschen, hier den Namen ändern und hier Link kopieren. Ich kann nämlich den Link, also das mache ich mal mit dieser Playlist, ich kann nämlich den Link kopieren und im Webbrowser, sich in den Vordergrund tun. So. Kann ich in den Webbrowser einfügen, aufrufen. So, dauert ein wenig. So, wenn er geladen hat. Wenn die Seite lädt. Dann kann ich mir die Playliste hier im Webbrowser anschauen.